Jeder Anfang braucht eine Idee, vor allem aber Selbstvertrauen und Mut. All das besaß Josef Kronreif, als er vor 100 Jahren Kronreifbau unter schwierigen Bedingungen gegründet hat und bis 1954 leitete. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ja nicht nur Firma Kronreif 100 Jahre, sondern Familie Kronreif als Familienunternehmen. Und wenn man denkt, was diese 100 Jahre gebracht haben an Kriegen, an Bürgerkrieg, Inflation, an Niederlagen, an Krisen, aber auch an Aufschwung, dein Unternehmen zu führen und stabil zu halten und immer weiterzuentwickeln, ein verlässlicher Arbeitgeber für viele Existenzen auch da im Lammertal zu sein, und da hängen ja dann auch die Familien noch dran natürlich. Das ist schon sehr beeindruckend und heute hat mich wirklich gefreut, dass drei Generationen da sind. Die junge Generation kommt schon nach auch und Respekt. Wir sind sehr glücklich, dass wir solche Unternehmen im Land Salzburg haben dürfen. 100 Jahre ist eine sehr lange Zeit und in 100 Jahren erlebt man ja so einiges. Es ist ja nicht nur ein normaler, positiver Weg, es sind sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen. Und da braucht man einen Rückhalt, da braucht man eine starke Familie und das ist bei der Firma Kronreifbau gegeben und dazu wirklich herzlichen Dank und Gratulation. Ja, vor allem eine sehr, sehr große Freude, Dankbarkeit, große Dankbarkeit, aber auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiterfamilien, die fast zur Gänze aus dem Salzburger Land kommen und die überwiegend, fast 80% uns von der Lehre bis zur Pensionierung die Treue halten. 1954 übernahm sein Sohn den Betrieb und sein visionärer Weitblick führte ihn Stufe für Stufe zum Erfolg. Im Jahr 2000 übernahm dann seine Tochter Charlotte Brunauer das Unternehmen und sie führt es mit Vertrauen, Wertschätzung und Loyalität bis heute. Sie feiern heute natürlich auch mit. Unwahrscheinlich viele Menschen sind da, freuen sich mit der Firma. Für die Gemeinde, glaube ich, das ist eine große Bedeutung auch, oder? Eine sehr große Bedeutung. Man muss auch sagen, der Bauhof der Firma Kronreif ist ja nahezu im Ortszentrum und man hört und sieht nicht viel davon. Also eine sehr gute Firma mit einer sehr guten Organisation und ein sehr guter Arbeitgeber auch für die Region. Es ist für uns wirklich eine ganz, ganz große Wertschätzung und eben, wie gesagt, Freude, die zurückgegeben wird von unseren Mitarbeitern. Ja, für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass unsere Mitarbeiter nach jedem Arbeitstag gesund heimkommen zu ihren Familien, dass wir für unsere Bauherren weiterhin so erfolgreich bauen dürfen. Und was mir schon auch ein sehr großes Anliegen ist, dass die Freude des Bauens, das mit eigenen Händen etwas schaffen, bei den jungen Leuten nicht verloren geht. Weil ich finde, das ist ein besonderes Glück, wenn man etwas herstellen, aufbauen kann und darf. Zur Feier des 100-jährigen Bestehens gab es vom Land Salzburg mit dem Landeswappen eine besondere Auszeichnung.